Zurück. Juhu! Bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Mit mir, von mir, Gameplays als Hobby und alles auf mega ultra hochgesetzt. Okay. Ja, wir haben hier zuletzt mit Marco geredet und haben gehört, dass sein Sohn für ihn arbeiten muss. Und er hat natürlich Angst um seinen Sohn und wie auch immer. Das heißt, wir werden da jetzt ein bisschen Aushilfe schaffen. Und zwar, das wäre hier dann das Grüne. Aber vor den Grünen liegt das hier noch im Weg. Das heißt, da gehen wir zuerst hin. Hier kann man nicht hüpfen und nicht rennen. Aber hier geht's wieder. Wuhu! Gibt's hier unten etwas? Außer Parasiten? Scheinbar nicht. Oh. Sowas heben wir doch gerne aus. So, hier haben wir noch ein bisschen Bergungsgut. Waffen kann ich hier keine auswählen. Das heißt, ich könnte es auch gar keine Nebenaufgabe geben oder Herausforderungen mit Sachen, die man umschießen müsste. Ich bin immer wieder erstaunt von der Grafik. Beziehungsweise das Level-Design. Das muss echt eine Haufen Arbeit gewesen sein. Oh, Bodenfresser. 5 Wasserpflanzen pflücken. Okay. Oh, da hinten haben wir noch eine. Haben wir zwar schon voll, aber... macht ja nichts. 2 von 5. Okay, ansonsten ist hier unten wohl nichts mehr. Oh, da haben wir noch was. Gold. Hauruck. Golderz. Wir werden noch Millionäre, ich sehe es schon kommen. Okay, da können wir nicht hoch. Ah, okay. Okay, mal eine ordentliche Waffe. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Aber ich glaube, wir arbeiten lieber im Stillen. Die Waffen heben wir uns auf, falls man nicht mehr still wird. Wir hätten vielleicht vorher mal speichern sollen. Nachdem wir jetzt wirklich alles komplett hier durchgeguckt haben. Ich gehe lieber nochmal schnell zurück. Es tut mir leid. Aber das ist mir jetzt zu unsicher. Ich bin ja schon des Öfteren hier eigentlich schon gestorben hier in dem Spiel. Und hab's ja schon kennengelernt, dass ich dann wieder alles wieder neu machen durfte, was ich vorher nicht gespeichert hatte. Man denke an den Anfang des Spiels. Oh mein Gott. Und, ja. Ich möchte einfach nicht, dass sich das wiederholt. Warum kann man da nicht hoch? Ja, und ich möchte einfach nicht, dass sich das Ganze wiederholt. Also will ich jetzt doch erstmal lieber speichern gehen. Vor allem, ich habe da auch keinen Bock, wenn ich nochmal kaputt gehe, dass ich nochmal mit jedem Einzelnen hier reden muss. Darauf habe ich keine Lust. Also gehen wir jetzt lieber nochmal zurück zum Lager. So. Vielleicht kann man noch ein bisschen was verbessern. Das hier haben wir an, ne? Ja. Was gibt's denn hier so zu verbessern? Der Schaden. Und noch einmal. 5 von 6. Oh. Einfach nur halt eben, dass wir wieder Sachen sammeln können. Dass wir nicht ständig zu voll sind.
Was haben wir denn hier so zur Auswahl? Nichts, haben wir schon alles fertig. Okay. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Wir haben mittlerweile 23%. Vorhin hatten wir noch 22, soweit ich weiß. 22, noch irgendetwas. Wunderbar, jetzt können wir los. Jetzt geht's los. Dafür okay. Habe ich nicht genug Platz. Da sind wir noch voll. So, hier waren wir vorhin stehen geblieben. Gibt's hier unten irgendetwas? Oh, guck mal, hier geht's lang. Hier haben wir nochmal ein bisschen Öl oder Fett oder was auch immer. Ach, jetzt sind wir hier. Ein bisschen Gold. Hoch geht's nicht, ne? Nee. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Das macht nichts, das kriegen wir hin. Molotow-Cocktail. Achso, nee, wir sind doch hier gerade in der Krypta, ne? Hab ja so gesehen auch gar keine Gegner. Eine Karte. Wonderbra. Jetzt haben wir hier noch was und da noch was. Ich habe hier ein Relikt übersehen. Und hier Wandgemälde. Achso, da war ich noch gar nicht drin. Stimmt. Oh ja, hier gibt es viel zu sammeln und zu finden. Ein Käfer. Ne, eine Spinne. Eine Spinne, die mir einen Fähigkeitspunkt zu schaffen bringt. So, hier haben wir schon mal was zu lesen. Was haben wir hier? Weiter, der Tyrann, das ist eine Gedenkstätte. Möge Vaters Wunsch nach Macht gestillt werden, wenn wir ihm in die jenseitige Welt folgen. Okay. Am Anfang habe ich mich ja drüber gefreut, sage ich jetzt mal, dass die auch zum Beispiel mit dem Bogen berücksichtigen, wenn das Licht dagegen strahlt. Mittlerweile macht der Bogen gar keinen Schatten mehr. Irgendwie hat er das nur am Anfang gemacht, ich weiß auch nicht. Das Zusatz, über das ich mich so gefreut hatte, ist wohl doch nicht mehr hier so aktuell. Geht's wohl nicht weiter. Wow. Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt vorhin nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, ich kann da jetzt an den Rand gehen und dann muss ich rüberhüpfen oder sowas. Oh Gott. Siehst du, gut, dass wir gespeichert hätten. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann hätte ich dieses ganze Dorf nochmal anquatschen dürfen. Boah. Schock. Und wieder den ganzen Weg hin, siehst du? Gut, dass ich gespeichert habe. Ich bin so stolz auf mich. Also nicht, weil ich gestorben bin, sondern weil ich, ne? Weil ich gespeichert habe. Jetzt müssen wir aber hier rechts das Gold wieder einsammeln, ne? Das haben wir nicht mitgespeichert. Genau, hier ist noch das Öl. Oder Fett, was auch immer. Geht doch. Jemand hat den Weg verbarrikadiert.
Oh nein. Ihr Schweine hier. Oh, hier ist Stoff. Wusste ich gar nicht. Das hatte ich vorhin nicht gesehen gehabt. So, also einmal die Karte. Da ist unsere Spinne. Juhu. Level up. Da haben wir unser Wandgemälde. Das brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr anzuhören. Das haben wir ja schon. Hier geht's wohl nicht weiter. Okay, das heißt, wir müssen rutschen. Oh, Scheiße! Cool. Oh Gott, nein! Wow. Die Musik ist auch mal so beruhigend. Und was sitzen hier für lustige Männer? Was haben die einen Bart oder sind das Zähne? Die hatten auch immer eine riesige Fantasie, die Indianerstämme. Wenn es Fantasie ist, wer weiß. Kein Mensch hat da früher gelebt. Von uns zumindest. Früher hatten natürlich schon Menschen da gelebt. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Sieht ja toll aus. Karte aktualisiert. Neuer Ort entdeckt. Und was haben wir hier drin entdeckt? Neue Ausrüstung. 7 Meilenstiefel. Errungenschaft freigeschaltet. Ruheplätze. Okay. Sonst scheint hier wohl nichts zu sein. Zumindest sehe ich nichts. Das war schon mit der Krypta. Das heißt, jetzt geht's schon wieder zurück. Okay. Nee, darunter geht's nicht. Hey! Okay, dagegen muss ich hüpfen. Ich habe doch immer so ein Glück mit diesen Haken, ey. Bin ich mal gespannt, ob ich es hinkriege. Los geht's. Okay, wunderbar. Da müssen wir logischerweise hin. Aber jetzt einfach hoch, das wäre toll, wenn es gehen würde. Hey, wir sind oben. Wollte gerade sagen, Lehrer, was ist mit Licht? Die Musik ist sehr bedrückend, aber irgendwie auch cool. Da haben wir einen antiken Mülleimer. Das Gold. Guck an, weiße Markierung. Kann ja wohl nicht sein.
Tödliche Obsession habe ich noch. Alles auf sehr schwer. Komisch. Da haben die wohl vergessen, wieder was zu wegzurecherchieren. Zu retuschieren. Okay, da müssen wir wohl hin. Sehr schön. Okay, das war die erste Krypta hier. Bei Kuwakiaku. Können wir wieder raus. Hui. Hui. Sehr schön. Gucken wir doch mal, ob wir das Teil herstellen können, oder? So, da sind wir im Lager. Event Hall. Ressourcen reichen für die Herstellung nicht aus. Oh. Oh, brauchen wir noch 4 Leder. Was macht denn das da? Menschengemachte Ressourcen. Gewährt zusätzlich Fette, zusätzliches Fett, Schwarzpulver und Bergungsgut aus jeder Quelle. Oh, das ist gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das könnten wir gebrauchen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Muss natürlich jetzt erstmal gucken. Irgendwo hier hinten links. Ich glaube, das war das, wo ich gesagt habe, nein, wir bleiben erstmal im Dorf, gehe ich wieder zurück. Weil ich gesehen habe, dass man da drunter kann. Hier, genau. Ja, sieht ganz anders aus. Das sieht am nächsten dabei aus. Was haben wir denn hier? Eine Huldigung Supais. Dies ist eine Huldigung Supais, des Totengottes und Herrschers über Ukupacha, die Unterwelt der Inka. Er wird angefleht, mit seiner Legion aus Dämonen an diesem Ort zu erscheinen, wo ihn die Einheimischen mit Gedichten über seine Erhabenheit und Opfergaben in Form von Speisen und Getränken ehren werden. Indem sie ihm auf diese Weise den Respekt zollen, den er verdient, beten die Einheimischen dafür, dass er nur jene zu sich holt, bei denen es unumgänglich ist. Und anderen ihrer Gemeinschaft nicht unnötig schadet. Okay. Auch nicht schlecht. Die hatten also keine Angst vor den Dämonen aus der Unterwelt. Die haben sie eher eingeladen und haben mit denen Feste gefeiert und dadurch gehuldigt. Und haben darum gebeten, dann nur wenn es sein muss, die Leute zu holen. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Was ist das? Ein Kind. Oh mein Gott. Ayuda, por favor. Bist du okay? Me perseguirán. Bist du Pablo? Sí. Alles okay. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Gracias, muchísimas gracias. Mutterinstinkt. Verschwinde von hier. Banditen sorgen, die Arbeitsstätte in der Krypta betreten.
Wie kann ich hier nochmal den Matsch gebrauchen? Gar nicht. Ich merke gerade, ich kann auch nicht mehr ziehen oder sonst was machen. Oh. Das klingt gar nicht gut. Okay. Ja, Pause ist auch ein bisschen überbewertet. Das braucht kein Mensch. Scheiße. Die Plünderer ausschalten. Das machen wir doch gern. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Bla bla bla. Scheiß Schneeflocke. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. Ich weiß nicht, ob der da hinten beobachtet wird. Ah, da ist noch einer. Warten wir, bis der sich wieder umdreht, dann können wir den hinteren noch umnieten. Ich muss genau gucken. Ansonsten habe ich echt schlechte Karten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das macht nichts. Für den Rest hast du Platz. Das waren auch bestimmt noch nicht alle Gegner. So Stück für Stück müssen wir voran. Okay, wir sind aber bei 22 Minuten, das heißt, das war's. Mit diesem Teil zumindest. Im nächsten Teil geht's auf jeden Fall weiter. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession und wir sind gerade dabei, ein paar Leute auszuschalten von Trinity. Yay! Und ja, das war ich von Nöhe, Gameplays als Hobby und ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Lasst noch einen Daumen oben da und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und neu bei mir seid. Herzlich willkommen übrigens dann. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall viel Spaß noch und tschüss.